Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Kurzes Intro. Karrierevideo ist eine sehr, sehr coole Folge gewesen. Wir spielen ja immer so ungefähr eine Hälfte von einer, also eine Hinrunde. Hin- oder Rückrunde. Ist eine sehr coole Folge geworden. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, Freunde. Wir haben über 30.000 neue Follows in diesem Monat dazu bekommen, was sehr krass ist. Wenn das so weitergeht, knacken wir bis zum Ende des Jahres die 1 Million. Es gucken sehr viele Leute die Videos, die noch nicht abonniert haben. Lasst gerne ein Abo da, würde mich freuen. Lasst ein Like da, Kommentar, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, wie ihr die Videos generell findet. Karriere kommt ja immer sehr krass an. Ich glaube, jedes Video war Platz 1 in den Gaming-Trends bis jetzt. Ja, freut mich, dass es so gut ankommt. Ist auch immer sehr anstrengend für mich, muss ich sagen, Karriere, weil ich bin da ja immer sehr bei der Sache, wie ihr mitbekommt. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Zweite Liga momentan haben wir ein bisschen Stress-Chat. Wir sind auf dem 6. Platz nach 5 Spieltagen. Aber heute kommt der Tag, wo sich das alles ändern wird. Heute legen wir das Fundament. Was willst du, Papa? Ich hatte schon befürchtet, ausgebuht zu werden. Die Neuzugänge und die Schlagzeilen in den Medien hatten mich wirklich beunruhigt. Danke, dass das jetzt geklärt ist. Als ob du ausgebuht wirst. Papa, du bist ein geiler Typ. Das ist es nämlich. Du wirst nicht ausgebuht. Die Bruchbude pfeift doch nicht die eigenen Spieler aus, außer Eldos manchmal. Aber das ist was anderes bei Eldos. Der ist selber schuld. Der kommt immer zu spät bei Among Us, macht falsche Cons bei Among Us und ist einfach in manchen Spielen verplant. Hol dir ein Uso und gut ist, bleib auf dem Teppich. Das machst du super. Hier der Handy zur Seite. Ingo, sammel die Handys ein. Freunde, es ist völlig okay. 5., 6. Platz, 2. Bundesliga. Geht. War letztes Jahr genauso. Hatten uns alle nicht auf dem Schirm. Wir verbessern uns alle stets. Wichtige Trainingswochen kommen jetzt. Heute ist Montag. Was ist Montag für einen Tag? Für viele da draußen ist es ein Scheißtag. Da geht Arbeit wieder los. Wir freuen uns auf unsere Arbeit. Fußball spielen. Ihr verdient Millionen durch Fußballspielen. Ich möchte, dass es eine intensive Trainingswoche wird. Ich habe ein paar neue Übungen vorbereitet. Ingo und ich saßen da die Nacht dran. Eli, wenn du irgendwelche Fragen hast bezüglich deinen Streams, hier Streamingzeiten da. Ich habe gehört, du machst 4-12er. Die kannst du dir in deinen Arsch stecken, die 4-12er. Das Einzige, was du dieses Mal 4-mal die Woche machen wirst, ist kotzen. Weil ich hier und heute den neuen Laufplan für euch entwickelt habe. 4-mal kotzen kannst du in deinen ein neues YouTube-Video, Thumbnail, wie Sydney da gerade kotzt, Eldos mir heulend auf dem Boden liegt. Es ist kacke, was wir momentan machen auf dem Platz. Es ist nicht mein Anspruch und auch nicht euer Anspruch. Deswegen möchte ich, dass wir die Trainingswoche ernst nehmen, füreinander spielen, füreinander da sind. Warte mal ganz kurz. Finnland-Chat. Jetzt geht's langsam los. Langsam merkt ihr selbst, dass meine trainerischen Leistungen Weltklasse sind. Sonst würde nicht so ein wunderbares Land wie Finnland auf mich zukommen und mir deren Trainerposten anbieten. Liedmanen hat Connections. Ich muss dankend ablehnen. Aber vielen Dank trotzdem. 6-Punkte-Spiel. Ich gehe auf die Pressekonferenz. Oh, und da gehen sie mir wieder auf den Sack. Auf dem Papier sind Fürth und die da ziemlich ebenwürdig. Wir werden das Spiel angehen. Hör mir mal zu. Meine Jungs haben gut trainiert. Wir müssen ein gutes Spiel zeigen. Die Jungs müssen sich als nächstes Spiel konzentrieren. Zuletzt holen sie eine tolle Leistung gezeigt. Kann das so weitergehen? Wir können noch mehr. Bin dabei. Nee, soll nicht so weitergehen. Halt die Fresse, du scheiß Journalist. Hatte jemand noch eine gute Frage? Sind sie zufrieden mit der Qualität des Kaders? Wir haben ein Siegerteam aufgebaut. Wir sind alle gut in Form. Jeder fühlt sich wohl. Wir gehen jetzt da raus gegen Fürth und werden ein Feuerwerk abliefern. 27 Sieger und Eldos. Hey, Eli, halt's Maul. Ich bin jetzt hier am Reden. 27 Siege und Eldos. Was ist das? Was bist denn du für ein Kapitän, du Vollidiot? Eldos ist Teil der Mannschaft. Findest du sowas lustig? Nur weil jemand hier reinsubbt. Deine Subs kannst du dir in Angst stecken. Mir ist egal, ob du Subs hast, mir ist egal, ob du Follows hast. Wenn du hier in diese Kabine kommst, dann bist du mein kleines Püppchen. Verstehst du das? Du machst das, was ich sage. Ich bin der Morgen- und der Abendstern. Okay, Coach, Sir. Genau, Sir. So ist es nämlich. Ich habe euch alle eine PDF-Datei geschickt gehabt vorm Spiel. Ich hoffe, ihr habt sie euch angeguckt. Nick, wollte mal eine PDF-Datei. Wie viel da ist Fürth? Fürth ist 5. Sir. Das ist korrekt. Wie viele Punkte Abstand? Wie viele Punkte habe ich gefragt? Weiß nicht. Jessic, wie viele Punkte Abstand? 3, Sir! Das habe ich mir nicht angetan, das hast du dir selber angetan. Ihr habt alle eine PDF-Datei von mir geschickt bekommen. Ich hoffe, ihr habt euch das angeguckt. Es gibt viele Tipps und Tricks in dieser PDF-Datei. Wir spielen das 4-2-3-1. Klassische 4-2-3-1. Keine gefährlichen Bälle. Über die Außen, über links, über rechts, über die Mitte. Es ist völlig egal. Wir sind variabel. Die Variable X ist austauschbar. Wir sind diese Variable X. Zusammen als Team können wir da rausgehen. Die sind abgestiegen. Die haben gar kein Selbstvertrauen, die Vollidioten. Jessic, du kennst die Truppe. Du weißt, was da abgeht. Die haben 30.000 Follower. Wir haben 160.000 oder so eine Scheiße. Die haben gar keine Fans. No front an Fürth, bevor mich wieder alle aufhören. Das ist alles eine Show. Nein, das ist keine Show, Eli. Ihr könnt das. Außen, 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 Mitte, Mitte. Über die Außen. Eldos Melle ins 1 gegen 1 gehen. Rückpass in die Mitte. Und Sydney, hier.
Wie sieht's aus? Rollen, Anweisungen. Mit nach vorne laufen, mit nach vorne laufen. Du kannst ruhig nach vorne, Sydney. Geh auf die zweiten Bälle. Papa starten einmal und hat gut trainiert, Chat. Wir kennen, wir können, wir werden. Okay, nicht zu 0. 2-1. Wir gewinnen das Spiel 2-1. Trotzdem, bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Oh, Ili! Oberkörper über den Ball, dann fliegt er nicht so hoch. Fuß vor. Haben die gesoffen? Wer zum Fick ist Nielsen? Wer ist Nielsen? Er ist der beste Chat. Komm zu D-Day. 3-0 in der Bruchbude. Das ist die höchste Heimniederlage in der Geschichte von D-Day Sports. Nee, wir sind völlig von der Rolle. Musik aus, hinsetzen. Ganz kurz und knackig. Wollt ihr mich verarschen? 3-0 in der Bruchbude. 48.000 Leute gucken hier gerade zu. Ihr blamiert mich, ihr blamiert euch selbst. Eure Familien. Sydney. Deine Mutter sitzt auf den Tribünen, wird gefragt, ist das ihr Sohn? Sie sagt, nein, so eine Scheiße habe ich doch nicht als Sohn. Weil du hier nur Kacke machst. Du machst Kacke. Enos, dein Bruder ist hergekommen aus Österreich. Mr. Warenkorb, der ist völlig enttäuscht, Digga. Der ist nach der 20. Minute gegangen. Nur damit ihr es mal wisst. Es ist vorbei, wenn ihr so eine Scheiße weitermacht. Wir können doch nicht so aufsteigen. Jedes Mal hockt ihr hier und denkt hier, alles ist lustig, alles ist gut. Hier, guck mal meine Follower, guck mal meine Follower. Es ist mir egal mit eurem ganzen Internet. Mir ist wichtig, dass ihr euch als Menschen weiterentwickelt. Was ist das hier für eine Scheiße? Jessic, dein alter Club. Was soll denn das für eine Kacke da vorne sein? Ich komm hier, Falke kommt jetzt rein. Falke, ich will wissen, was ihr macht. Falke und Weber, Marlon. Was ist das für eine Scheiße da vorne? Ich kann das nicht mehr. Ingo, ich komm auch nicht raus. Ich möchte, dass du das Spiel hier weitermachst. Ergebnis springen, 3-0, nichts passiert. Falke, Digga, wenn wir noch einmal verlieren, das war ein 6-Punkte-Spiel. Viertes, zweiter. Bin ein bisschen angeschnauzt, muss ich sagen. Aber Ingo, komm zu mir. Sebo, du musst doch nicht traurig sein. Was du hier mit der Mannschaft geschafft hast, das ist bemerkenswert. Nährliches Spieler des Monats geworden. Das zeigt von Klasse. Du hast damals zu mir gesagt, als ich im Jobcenter vor der Treppe gewartet habe, dass ich was in dir sehe. Und das sage ich heute zu dir. Du bist einer der besten Trainer und einer der hübschesten auch, die ich je in meinem ganzen Leben kennengelernt habe. Zusammen werden wir das mit Ulrike hinbekommen. Aber das kann ich nicht. Ich bin nur der Hausmeister. Ich mähe den Rasen. Du bist letztendlich der, der die Aufstellung macht. Und du bist auch der, der den Leuten da draußen verklickert, wozu dieser Club imstande ist, Sebo. Verstehst du das? Ich setz mich jetzt hin und ich will, dass du da rausgehst und die Jungs auf das Spiel vorbereitest. Aber ich kann... Doch, du kannst! Es ist einfach gegangen. Okay, Jungs. Ich hatte gerade ein Gespräch mit Ingo. Und dieses Gespräch hat mir gezeigt, dass er einfach ein geiler Hausmeister ist. Und dieser Sieg ist nicht für uns heute. Dieser Sieg ist für Ingo. Doppelte Punktprämie. Die Punktprämie geht an Ingo. Sein Sohn, 9. Klasse, konnte sich nichts mehr leisten von Elevate. Das ist für ihn. Versteht ihr das? Für Ingo, der sich jeden Morgen um 7 Uhr morgens den Arsch aufreißt. Sich zum Trainingsgelände begibt. Sich da die Mühe macht für euch, dass wie heißt die Scheiße? Ja, hier, Adolf, wie heißt das? Womit man den Rasen... Das gibt so eine Maschine. Keine Ahnung. Ja, genau, die auf jeden Fall. Ihr könnt das zusammen für Ingo schaffen. Er reißt sich jeden Morgen den Arsch auf. Ulrike steht 8 Uhr morgens auf, für euch die Stullen zuschmieren. Manche von euch Vegetarier, manche essen kein Schwein. Manche wollen nicht diesen Toastrand haben. Hat Ulrike alles auf dem Schirm? WhatsApp-Gruppe, seht ihr doch, was da los ist. Ich möchte, dass wir das heute nicht für mich machen, nicht für eure Eltern, nicht für eure Freundinnen. Eure Freundinnen sind mir scheißegal. Ich mach das heute für Ingo, ich mach das für Ulrike. Doppelte Punktprämie für Ingo und Ulrike. Hashtag Ulrike und Ingo. Außen, Mitte, 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 Mitte. Noch ein. Oh, Jule, Nick, Melle. Ach, sie ist so scheiße vorm Tor. Kleinste Ball, Texte Ball. Klein, 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 klein. Wer lange Bälle schlägt, der geht laufen. Ach, die ersten Fans schon mit selber Out-Plakaten. Ich sehe es. Ich tue es, als wenn ich nicht hingucke, aber ich sehe es. Mitte. Oh, Nick, was ist denn das? Noch ein. Noch ein. Eros, Eros, noch ein. Jetzt, 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 jetzt. Oh. Jetzt ein 1-0 wäre so geil. Ein dreckiges 1-0, ein dreckiges 1-0. Ist Fenster zu? Fenster ist zu, Chat. Wir sind ja reingegangen. Okay, 1-1, instant 1000. Das ist zu wenig eigentlich. Papa kommt rein. Papa kommt für... Ich brauche Punkte. Ich brauche Punkte. Ich bin am Ende mit meinen Latein. Für Ingo und Ulrike spielen sie nicht. Okay. Für mich spielen sie nicht. Okay. Aber spielt ihr für euch? Ich gebe euch jetzt das Ultimatum.
Wenn ihr dieses Spiel nicht gewinnt, leak ich von allen Leuten von euch eure tiefsten Geheimnisse. Edi, ich kenne deine Geheimnisse. Sydney, ich kenne deine Geheimnisse. Ich kenne von euch allen Geheimnisse. Melina, ich will nicht mit sowas ankommen. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, womit Edi sein Geld verdient? Genau, mit Fußball. Und was ist, wenn er kein Fußballer mehr ist? Was ist, wenn ich ihn dazu zwinge? Ich organisiere das, dass er keine Part mehr hat. Ich lasse mir irgendwas aus den Fingern ziehen. Skandal. Edi schlägt seine Katzen. Sowas. Skandal, ich gehe zu der Bild. Ich habe meine Kontakte bei der Bild. Der verliert alle seine Partner. Der streamt nicht mehr. Der kriegt einen Shitstorm. Dann würde ich mir dreimal überlegen, ob du den Mann heiratest. Willst du, dass deine Kinder vernünftig großgezogen werden? Im schlimmsten Fall hole ich mir irgendwelche Drogen. Ich schmeiße es bei dem in ein Auto rein. Und dann hole ich die Polizei. Und dann ist er hinter Gitter. Möchtest du eine alleinerziehende Mutter werden? Nein, möchtest du nicht? Dann geh jetzt raus und zeig der Welt, wozu du imstande bist. Wer ist denn Heidenheim? Fang mich nicht ab. Steck ihn durch. Melina! Oh, was eine Kackflanke. Mit deinen Schuhgrößen 22. Die kriegen nicht mal richtige Fußballschuhe. Die muss mit so Kinderschuhen spielen. Nochmal bitte. Nochmal bitte. Das ist der Knotenplatztor. Das war das Knotenplatztor. Ich zeig so Sydney. Ich zeig so irgendwelche Bilder von dem, die ich liegen werde. Es geht nur so, Chat. Noch einmal. Edi. Zu viel klein, klein. Du bist keine alleinerziehende Mutter, Melina. Mal ein bisschen eklig sein. Die Bruchbude ist ausverkauft. Die ist nicht ausverkauft. Manche streiken schon, die Ultras streiken. 51.000 ist fake. Eigentlich sind hier gerade nur 20.000 im Stadion. Ich glaube, ich mische den Beton gleich an. Nee, doch nicht. Ich spiele weiter. Wir haben die so im Griff. 6-2 Schüsse. Mannschaft am Boden. Gut so, Eli. 3-0. Jetzt stehe ich gerade auf und klatsch doch. Ich stehe auf und klatsch. Komm her, klatsch ich dir ab. Schön. Ein kleinen Klaps nochmal auf den Po und gut ist. Marlon ruft an. Was soll das, wenn ich da Fragen da finden? Was soll das? Die Frage kann ich dir auch stellen. Du spielst scheiße. Sehe ich da Papa hinten drinne. Du spielst scheiße. Jedes Mal, wenn du spielst, ist da hinten das Ding löchriger als ein Käse. Nee. Ersten drei Spiele, ein Gegentor, alles gewonnen. Keine Niederlage. Das liegt nicht an mir, Großer. An wen liegt's denn? Naja, das ist deine Aufgabe, das rauszufinden. Es ist euer Ding. Ihr müsst das intern im Verein klären. Nee, an der Nummer 45 liegt's nicht. Das kann ich dir sagen. Das fängt vorne links an, aber ich will keinen Namen nennen. Du kommst in mein Büro und sagst, es liegt nicht daran, es liegt nicht daran. Wenn du mir sagst, dass du das alles kannst und dass du wirklich da auch viel dafür tust, dann lass ich dich ja auch spielen. Aber ich bin Trainer, das ist mein Job. Ich kann dich aufstellen. Aber dann möchte ich auch, dass du alles dafür tust und ich möchte, dass du es verstehst. Dass du da auch einfach mal eine Vorbildfunktion für die jungen Leute sein solltest. Erstens bin ich auch noch jung und zweitens musst du auch mal damit auf den Spieler reden, weil die Abwehr fängt beim Stürmer, ne? Sagst du, es liegt daran? Geht auch nicht so. Ich find's gut, dass du... Ich hab mit Jordan auch geredet. Der hat auch gelästert. Was hat er gesagt? Werde ich auf keinen Fall weiter sagen, aber da kam auch das eine oder andere Wort über ein paar Spieler und auf jeden Fall... Hör mir zu, ich hab das alles mitgenommen, ich hab das alles auf registriert, ich guck mir das jetzt an, ich lass dich nochmal spielen. Wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen, dann hast du ein Problem. Okay. Hinsetzen. 18 Uhr, alle pünktlich. Jungs, lassen wir mal diesen ganzen Hass beiseite. Ich habe mir was überlegt. Morgen ist trainingsfrei. Aber ihr trefft euch nicht mit euren Freundinnen oder euren Frauen oder euren Kindern. Das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir wieder als Mannschaft zusammen kompakt agieren. Hier gibt es ein paar Diskrepanzen. Und ich möchte, dass jeder es den anderen vielleicht auch sagt. Was stört euch? Was ist das Problem? Ich möchte bitte, dass jeder es sagt. Ich setze mich jetzt zurück und ihr macht es miteinander. Ich habe gehört, Eldos zum Beispiel. Eldos stört es, dass Sydney ihn die ganze Zeit mobbt in Among Us und in anderen Spielen. Da sage ich ihm jetzt auch. Sydney nervt es das ganze Zeit, wenn er irgendwelche Weiber anschreiben will, dass Willi da schon drüber war. Kann ich verstehen. Ich möchte, dass ihr die Probleme untereinander jetzt klärt. Weil nur so kommen wir als Verein weiter. Melina, was ist dein Problem? Stört es dich, dass Edi irgendwie, weiß ich nicht, der guckt keinem Frauen hinterher, ich kenne ihn. Der ist nicht so. Hör auf, Eifersucht ist gut, aber ihr dürft das nicht übertreiben. Du bist ein klasse Typ. Aber es gibt auch Leute, die über dich ein bisschen was sagen. Vielleicht nicht die Schuhe direkt daneben dran stehen lassen nach dem Training. Gibt viele, die beschweren sich wegen dem Geruch. Du sollst extreme Käsekräcker haben. Das ist vielleicht nicht persönlich für dich schlimm, du nimmst es nicht wahr. Aber so ein Nick beschwert sich. Vielleicht auch einfach mal die Socken anlassen. Ich kenne viele Duschgels da draußen, die haben mir auch geholfen. Ich habe dasselbe Problem wie du, John. Stinkefüße sind nicht cool. Aber noch uncooler ist es, wenn sich Leute darüber beschweren. Nick, dann sag es jetzt, John. Wir sitzen ja hier an einem Tisch gerade. Aber lästern ist auch nicht cool. Wir müssen da draußen als Einheit raus. Hier haben viele Probleme. Jule, Donkor, Papa, Marlon. Das ist okay. Jeder hat mit jedem Probleme. Niemand ist perfekt. Nicht mal Cristiano Ronaldo ist perfekt. Aber er hat es trotzdem geschafft, einer der besten Fußballer der Welt zu werden. Und das hat er nicht geschafft, indem er sich den ganzen Tag über irgendwelche Leute beschwert hat. Deswegen gehen wir heute Lasertag spielen. Besser gesagt morgen. Ganz trocken, 14 Uhr, Lasertag.
Jeder nimmt einfach meinen Kumpel auch mit. Keine Frauen, keine Freundinnen, keine Kinder. Alle bleiben zu Hause. Okay? Das ist ein Männerurlaub. Melina, du kannst von mir aus eine Freundin mitnehmen für Willi. Ist okay. Aber sonst, bitte möchte ich, dass jeder mit einem Kumpel seiner Wahl kommt. Keine Kinder, keine Frauen, keine Lehrer. Es ist mir egal. Euren besten Freund und einfach miteinander ein bisschen Spaß haben. Meinen Fußball vergessen. Danach grillen bei Eli. Okay? Und vielleicht gehen wir nachher noch eine LAN-Party dann. Jeder von euch bildet ein Team. Wir machen verschiedene Win-Challenges. Wir gehen in Fall Guys, wir gehen in Call of Duty. Wir machen viele Sachen, so wie früher. Einfach mal zocken als kleine Kinder. Und nicht einfach mal auch Handy auslassen. Flugmodus rein. Okay? Raus. Habt Spaß. Einfach mal Spaß haben. 5-0 lose incoming. Digga, wenn ihr jetzt 5-0 verliert, dann rast ich aber wirklich aus gegen Darmstadt. Mitte. Mitte. Ha, ha, ha. Komm, miteinander Spaß haben. Alle zusammen feiern. Alle zusammen. Jeder kommt rein. Ich glaube, das war die richtige Taktik, Chat. Danke übrigens an alle Subs, Chat. Vielen Dank. Genau so, Eli. Gutes Tor. Und Nick hinterher. Es war das beste, Chat. Marlon draußen und es läuft. Oh, Jungs. Ihr spielt sehr schön Fußball. Es war die richtige Entscheidung. Aber es sind jetzt noch 45 Minuten vor uns, in denen wir wirklich uns konzentrieren müssen. 2-0 ist eines der gefährlichsten Ergebnisse, die es jemals in der Sporthistorie gab. Das ist so. Ihr lacht vielleicht, aber es ist die Wahrheit. Wir können aus dieser Hölle herausklettern. Aber wir können das nicht alleine. Wir können das nur zusammen. Es werden jetzt richtig dreckige 45 Minuten auf euch zukommen. Marlon, eigentlich warst du nicht geplant für dieses Spiel. Aber du zeigst jetzt den ganzen Leuten da draußen, dass es nicht an der 45 Marlon Morgenstern von Delay Sports, dass er dafür verantwortlich ist, dass die Niederlagen reinkamen. Du zeigst jetzt, dass du die Korridorpässe spielst auf Jule, er lässt klatschen, vielleicht auch mal auf in die Außen. Ich guck mir das jetzt an. Er ist noch nicht auf dem Platz. Er kommt gerade ran, macht sich gerade die Schienbeinschoner. Aber wir haben Darmstadt, so einen Griff, 3-0. Marlon, wenn wir jetzt dieses Spiel nicht gewinnen, dann löse ich deinen Vertrag auf. Ich schwör's dir, ich löse deinen Vertrag auf. Marlon! Digga, und jetzt auch noch Stange, ich schwör's dir, das könnte ein Fullbruch werden. Das fängt vorne an, das fängt nicht vorne an. Melle, Vorlagengeber. Melle, bester Vorlagengeber. 6 Vorlagen in 9 Spielen. Melina, wirklich, die legt dir die Dinge auf. Und schon gucken sie blöd aus der Wäsche. Marlon, ich lasse dich jetzt spielen gegen den letzten Platz. Wenn wir jetzt nicht gewinnen, wenn wir mehr als 2 Gegentore kassieren oder wir irgendwie in irgendeiner Art und Weise jetzt irgendwas choken, dann raste ich aus. Partie simulieren, Schnellsimulation. Ich schätze, wir haben 3-1 gewonnen. Tore geschossen haben Melina, Nick und Eli. Boah, 2-1, Bruder. Donkor in der 71. Knappes Ding gegen den letzten Platz. Ich krieg einen Anfall. Das war der 3. Win in Folge, Chat. Hannover 96 wird simuliert. Muss ich machen, Chat. Wir sind erst 10. Spieltag, Bruder. Gib mir was. Oh, ich sag's euch, Lasertag war die Wende. Oh, wir spielen Pokal, Chat. Ich hasse Pokal. Ingo, übernimm du. Pokal ist unnötig. Oh, Digga, wir kommen weiter. In der Verlängerung. Ach, du Scheiße. Schnellsimulation, zeig's mir. 3-1, Melle, Friede, Digga, Friede, so in Topform. Melina auch, Melina Doppelpack. Sie ist die Beste. Hört ihr die Fans da draußen? Das ist einer dieser Tage, warum ihr damals im Leistungszentrum euch jeden Tag den Arsch aufgerissen habt. Eure Familien verlassen habt, damit ihr diesen Sprung zum Profi schaffen könnt. Einer dieser Tage ist heute. Einer dieser Tage wird auch in der ersten Liga sein. Und wir werden in die erste Liga kommen. Aber nur, wenn wir solche Spiele wie heute gewinnen. Zusammen als Team. Zusammen als Familie. Wenn mich jemand fragt, das sind deine Spieler, dann sage ich, nein, das ist meine Familie. Und ich möchte, dass ihr euch alle mal umguckt. Ihr seht keine Teamkollegen. Ihr seht eure Familie. Wir spielen zusammen Fortnite. Wir spielen zusammen Pummelparty. Wir spielen zusammen Valorant. Und wir werden zusammen gewinnen. Heute ist der Tag. 5. November, 12 Uhr. Der Schiedsrichter ist Vincent. Hamburg, die können Scheißdreck. Die können nicht mal aufsteigen. Seit 4 Jahren babbeln die mich voll. Verkacken jedes Mal die Relegation. Und heute werden wir rausgehen und es denen auch vor die Haustür kacken. Genauso wie Hertha da rausgekackt hat. Bin gerade fast erstickt. Ruhe. Klein, lang. Wie aus Interstellar. Kurz lang. Oh, Stange. Ich brauche euch jetzt. Oh, Schuhgröße 47 hat Nick Woltemade, aber es reicht nicht.
Vielleicht nochmal die 48 rausholen. So ein Stück hat gefehlt, ich schwör's euch. Spielen. Oh, wir sind nicht da. Okay, Jungs. Ihr müsst jetzt Dreck fressen. Ach du Scheiße. Robert Glatzer ist ein Faktor. Ich renne in die Kabine, wie Jürgen Klopp immer. Hinsetzen. Augen zu mir. Alle hinsetzen. Ulrike, Maltodextrin, ein paar Müsli-Riegel. Nicht Erdbeer, ohne Zucker, versteh's doch mal. Doch, bring mir Zucker. Wir machen das gut über die Außen. Eli, ich möchte, dass du es vergisst. Aluminium, okay, scheiße. Wahre Macher entscheiden sich darin, wie sie nach solchen Situationen weitermachen. Wir kommen über die Außen, das ist völlig okay. Mir fehlt es hier in der Präsenz in der Mitte. Wenn wir die 6 anspielen, Marlon Jordan. 6 anspielen, aufdrehen, erster Kontakt, sauberer erster Kontakt. Jule Sidney, ihr seid das Herz der Mannschaft, das Gehirn. Eli, du bist so ein Frischdachs. Du machst, was du willst. Du musst ihn füttern. Nick Woltemade ist ein Tiger, der gefüttert werden muss. Verstehst du das? Medina und Elos, ihr bedient sie. Ihr seid die Kellner. Ihr seid die Kellner über die Außen rein. Was möchten sie essen? Hallo, ich möchte ganz gerne Tore und Punkte essen. Das möchte Nick Woltemade essen. Dafür brauche ich Strafraumbesetzung. In der Mitte Strafraumbesetzung. Du musst geil sein auf dem Tor. Ich möchte dir wirklich nah ans Herz legen, dass du dir eine Woche lang auf Tore ein Runden holst. Das ist ganz wichtig, essentiell. Hast du den Film Wolf of Wall Street geguckt? Ja, das, ja, so ein Trainer habe ich. Okay, gut. Was ist die eine Stelle dort? Eidos, hör auf rumzustottern. Eli, was ist die Stelle dort? Die Stelle heißt, ich möchte, dass du dir auf Geld einkreuzt. Und das ist wichtig. Genau, Sir. Und ich möchte, dass du dir auf Tore, auf den Gedanken, ein Tor zu schießen. Rechte Seite, linke Seite, Mitte, zentral, das Herz der Mannschaft. Die haben Angst. Die kriegen schon wieder Durchfahranfälle, wenn die nicht aufsteigen. Geht da raus jetzt. Trainer, wir kommen. Schiedsrichter. Meter. Eli. Oh. Weiter geht's, weitermachen, weiterspielen, weiter Fußball spielen. 25 Minuten. 25 Minuten. Ein X würde ich sofort unterschreiben in Hamburg. 6 Punkte spielen. Gegen Fürth und Hamburg waren wir zweimal wirklich am Anfang die bessere. Es ist ja Stille auf dem Platz. Nein, ich bin in Hamburg, Digga. Weißt du, was da gerade abgeht? Die Fans rasten da komplett aus. Aber ratet mal, was in Berlin los sein wird. Ich bin stolz auf meine Jungs. Wir haben ein besseres Spiel gemacht als Hamburg. Es ist mir egal, was andere sagen. Ich bin stolz darauf, euch kennengelernt zu haben. Was ihr da heute in Hamburg gemacht habt, als Aufsteiger, das machen nicht viele da draußen. 2-0 verloren, okay. Aber wir haben die Schlacht verloren. Aber der Krieg geht weiter. Wir werden gegen sie in Berlin vor ausverkauften Stadion durchbrechen. Ich kündige es jetzt an. Ich möchte, dass ihr euch auf dieses Spiel vorbereitet. Ich möchte, dass ihr euch das ankreuzt mit einem Edding in eurem Kalender. Jeder kauft sich einen Kalender und kreuzt sich das Datum an. Es ist nicht schlimm. Hamburg musste dieses Spiel gewinnen. Aber wie sie sich schwer getan haben, das wissen sie selbst. Ach, Digga, Nick, wirklich, manchmal macht Nick da vorne echt Quatsch, muss ich sagen. Ich bin hier immer am... Und Papa auch wieder rein, Mann. Und sorry, Papa kommt wieder rein für ein paar Spieler. Melle holt sich Spieler des Monats Awards. Melina, Spieler des Monats. Hallo. Hallo. Hey, na? Hier spricht der Trainer. Ja, was geht? Was geht? Ich wollte nur mitteilen, dass mir deine Trainingsleistungen gefallen und Echt? Ja. Und du wurdest Spielerin des Monats. Ehrlich? Melle holt sich den Spieler des Monats Award Oktober. Danke, danke. Ich bedanke mich nicht, du brauchst dich nicht bedanken. Ich möchte es dir nur sagen. Als guter Trainer möchte ich dir das selbst nämlich übergeben, den Pokal. Mhm. Gute Leistung und mach weiter so. Eure ganzen Spielchen, ja, ja. WWchen, das ist mir egal. Ich bin auch nicht so einer, der so sentimental wird. Du hast eine gute Leistung gemacht, einen guten Monat, brauchen wir nicht drüber reden. Klar, was ich jetzt von dir brauche, ist, dass du das Team weiter unterstützt. Und weißt du, wie du das Team weiter unterstützt? Weißt du, was du dafür machen musst? Nein. Du nimmst deine Laufschuhe, du gehst auf Amazon, bestellst dir neue Laufschuhe und gehst laufen, weil du noch mehr kannst, als du nicht jetzt schon machst. So, jetzt hörst du mir mal zu. Erstens sprichst du hier mit den Spielern des Monats. Zweitens habe ich nicht gerade einen Pokal gewonnen und laufe dann. Hat ja wohl einen Grund, warum ich den Pokal gewonnen habe. Und deswegen wirst du es nie zu was Großem bringen. Denkst du, Cristiano Ronaldo hat aufgehört, als er Spieler des Monats wurde? Er hat gesagt, Mann, bin ich scheiße. Ich habe nur 20 Tore geschossen. Warum habe ich nicht 25 Tore geschossen? Ich bin dein Trainer. Ich bin nicht einer deiner Freundinnen. Gehen wir morgen shoppen? Nein, gehen wir nicht. Du gehst morgen laufen, das machst du. Hol dir neue Laufschuhe. Ich möchte dich zum besseren Spieler machen, nicht nur zu einem besseren Mensch.
Menschen. Wenn ich sage, du gehst Laufschuhe kaufen auf Amazon, das ist ein gut gemeinter Tipp von mir. Zwischenmenschlich, ne? Ich will dir da nicht in die Quere kommen. Aber ich möchte, dass du dich dran hängst. Gut, Trainer. Ja, gut, Trainer, Sir. Nee. Wie, nee? Nee, ganz bestimmt nicht. Gut, dann verlässt du bitte mein Büro. Ich wollte sie nur übergeben. Mach weiter so. GG, geht aber mehr. Geht immer mehr, geht bei dir auch, aber gut. Wir wollen uns ja nicht beklagen. Ich leg jetzt auf. Die Frau ist so frech. Aber deswegen wird sie auch nie den Ballon d'Or holen. Unsere Ziele sind gefährdet. Digga, wisst ihr, was gefährdet ist? Euer scheiß Trainerposten, weil ich demnächst zu Real Madrid gehe, wenn ihr so weitermacht. Wir drehen den Spieß hier mal um. Ich bin Vierter in der zweiten Bundesliga, würde mich komplett verarschen. Fuck mich nicht ab. Erhöhe den Wert des Vereins, mach ich doch. Erreiche eine Serie von 5, mach ich auch noch. Sehe ich aus wie ein Weihnachtsmann? Ich kann nicht alles im. Ich kann euch nicht alle Gewünsche erfüllen. Wir hatten eine Woche lang Zeit, uns zu überlegen, wie wir die Niederlage gegen Hamburg verdauen. Manche waren auf einer Therme, manche waren im Serengeti-Park, manche waren auch einfach nur im Kino oder im Zoo. Und ich habe in der Woche, in dieser Trainingswoche Folgendes gespürt, dass diese Niederlage wichtiger war als ein Sieg. Wisst ihr warum? Weil Niederlagen holen erst den wahren Charakter eines Menschen hervor. Und diese Niederlage hat mir gezeigt, was ihr für geile Menschen seid. Keiner war traurig. Wir waren zusammen als Familie. Noch am gleichen Abend im 8-8. In Hamburg gibt's auch ein 8-8 2.0. Und haben da die Post die Sau rausgelassen. Die dachten sich, hä, was ist denn hier los? Die ganzen Hamburg-Spieler wussten gar nicht, was abgeht. Willi Sommer oberkörperfrei auf der Tanzfläche da. Alle gucken ihn an. Hat verloren am Abend. Die wussten gar nicht, was los war. Und heute hatten wir die Zeit, uns zu überlegen, wie wir diesen Gegner spielen. VfL Bochum. Es ist wieder so ein Spiel, Freunde. Es ist wieder so ein Spiel. Und heute werden wir nicht den gleichen Fehler machen wie damals in Hamburg. Heute werden wir sie bespielen. Heute spielen wir in der Bruchbude. Heute werden wir die 3 Punkte holen. Scheiß Delay Sports. Komm mal, Kalle an. Ja, 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 ja. Was ist? Oh, Nico. Melina. Oh. Hinten Rückraum, wenn es nicht geht. Geh in die Box. Geh in die Box. Abseits. Wir dürfen nicht verlieren. Unentschieden wäre noch okay. Aber wir dürfen nicht verlieren. Setzt euch hin, das ist okay. Wir machen ein. Es ist ein zähes Spiel. Es ist ein sehr zähes Spiel. Aber wir können das. Mehr über die Außen. Durch die Mitte klein, über die Außen lang. 45 Minuten habt ihr noch Zeit. Das ist nicht schlimm. Wahre Helden werden nämlich jetzt geboren. 20er PSN-Card-Verlosung, wenn wir in der Bruchbude verlieren. Jetzt. Zustechen wie eine kleine Biene. Zustechen wie eine kleine Biene. Du hast Rasen vor dir, Sommer. Clemens, dein Moment. Sonst hatten sie immer das Aluminiumglück. Heute werden wir das Glück haben. Melle. Rührt den Beton an. Oh, die Eckpfanne, Clemens. Wer ist die 30? Wer hat den Fehlpass gespielt? Graf. Oh mein Gott. Ich hab euch gesagt, er kann in so ein Spiel nicht rein. Digga, das war so dumm. Boah, wäre das wichtig gewesen. Nürnberg auch wieder ein wichtiges Spiel, Chat. VitaWelt wird Sponsor bei Delay Sports. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, Digga. Donkor. Wie verliert Donkor da den Zweikampf? Ja. Noch ein. Wunderbar. 2-1. Shuranov. Ey, das zum ZM. Digga, das mache ich wirklich, ne? Für Jule. Ich muss ihn zum ZM machen. Er kann nämlich auch passen und so. Warum habe ich Eidos LM gemacht? Ach du Scheiße. Chat, das wird hier gerade. Das ist ein Bruch. Also so bis... Oh, Eli. Schön. 3-2. Schöne Sache, Harry. 12 Minuten. 12 Minuten Zeit. Unentschieden wäre so big. Oh. Ja. Wenn ihr das schafft, werde ich dafür sorgen, dass ihr alle eine Gehaltserhöhung bekommt. Wenn die jetzt noch einen Win holen. Nee, oder? Melina! Könnte sich auch falsch anhören, aber ja. Weil wir da sind. Fürth gewonnen, Bochum verloren, ihr seid scheißegalle. Egal wie dieses Spiel ausgeht, es ist geil, was ihr in der Liga geleistet habt. Ihr kennt mich. Ich bin nicht einer, der auf DFB-Pokal Wert legt. Aber wisst ihr, worauf ich Wert lege? Hertha BSC brechen zu sehen. Olympiastadion. Ich kenne diesen Verein wie meine linke Westentasche. Die machen nur Scheiße da. Die holen sich Björkan. Guck mal, wen die da vorne spielen lassen. Sydney, für dich persönlich ist das jetzt auch ein ganz wichtiges Spiel. Berlin ist verzögert. Delay heißt Verzögerung. Berlin ist verzögert, nicht hart. Hart wird es sein, wenn Hertha in ihrem eigenen Stadion auf die Fresse kriegen.
Ihr müsst das jetzt nicht für euch tun. Ihr müsst das für Eli, Sydney und mir tun. Ihr habt recht. Marlon rein. Jessic, Marlon, Sydney und Eli. Ich schwör's euch, das ist ein persönliches Ding. Stimmt. John. Ja, okay, aber John wurde von Hertha nicht so doll gebrochen. Aber für ihn ist es auch persönlich. Bitte, Melina. Oh, mach doch deinen Freund glücklich. Julius Garde, stimmt. Garde auch. Digga, das ist so... Oh, oh. Ja, Davies Ecke kann nicht. Alles gut. Wir halten gegen. Wir halten... Eli, mach Meter. Mach Meter. Ah. Jessic. Boah. Im 9. und im 1. Okay, jetzt 1-0. Davies Ecke. Nee. Dekatelere? Marlon kommt rein, Gegentor. Top-Talent. Von wo? Belgien? Mann, Digga, guck mal, sogar die FIFA-Simulationen machen bessere Transfers als Hertha. Sogar FIFA kriegt es geschissen. Dann geht's nochmal auf die Substanz. Eli macht ihn nicht. Letzter Angriff. Sydney! Oh, Jessic! Ich schwör's dir, die haben so Glück, dass es nur 1-0 steht. Oh mein Gott, 1-0 ist okay. Real Talk. Danke fürs Zuhören. Ich erwarte mehr von dir. Ich bin stolz auf dich. Richie, bleib gelassen. Fuck mich nicht ab. Donkor, ich bin glücklich, dass ich so viel spielen darf. Danke, Boss. Ich bin stolz auf dich. Mal weiter so. Brink. Hey, Boss, die Chance im nächsten Spiel zu spielen? Wer bist denn du? Hier entscheide ich. Bleib mal ruhig, halt den Ball flach. Wie lange braucht er? 2 Wochen. Hä, wie krass ist das denn? Dann brauche ich ein LM für die Winterpause, Chat. Das müssen Schnellsimulation machen, sonst kommen wir hier gar nicht voran. 1-0. Sydney Friede, sehr schön. Wichtige Punkte gegen Düsseldorf. 7. ist nicht einfach. Wien Wiesbaden. Die sind mit uns aufgestiegen, Freunde. Da erwarte ich jetzt eine absolute Packung für die. Sydney 2 Tore mit ganz viel Hass. Eli 1 Tor und Nick mit 1 Tor, weil er mir als Trainer das Vertrauen wiedergibt. 3-1. Friede, Friede. Und Nick, oha. Sydney mit Hass. Ich sag's immer wieder. Er hat so viel Hass. Ist ihre Mannschaft gut genug? Ja, natürlich sind wir gut genug. Im letzten Jahr war ein hitziges Spiel erlebt. Was hoffen wir diesmal? Diesmal wird's auch hitzig. Aber hitzig bei denen in der Kabine, weil wir die 5-0 wegklatschen. Wir wollen auch diesmal gewinnen. Gibt es im nächsten Spiel neue Strategien? Danke. Kein Kommentar. Sorry, Coach. Aktuell Stress mit Freundinnen und so. Bisschen privat. Halt die Fresse, Eldos. Du hast Stress damit, den richtigen Porno vielleicht zu finden, aber sonst hast du gar nichts. Konnichiwa. Nach rechtlicher Überlegung haben wir uns entschlossen, Ihnen die Trainerposition für die Nationalmannschaft von China anzubieten. Konnichiwa. Ich fühle mich geehrt, aber ja. Wie läuft denn das jetzt? Wechseln. Er ist jetzt ZM. Elnos ist jetzt ZM. Wer will ihn haben? Brighton. Angebot ablehnen. Lasst mich im Frieden. Kanada! Es ist ein Zeichen, Chat. An alle Kanadier da draußen. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ihr mir diese Position als Trainer anbietet. Ich muss dankend ablehnen. Das liegt nicht daran, weil ich euch nicht mag oder sowas. Ihr seid klasse Typen. Ich habe gehört, es soll ein sehr friedliches Land sein. Aber es gibt da ein Dorn im Auge. Und dieses Dorn heißt EA Sports. Vancouver, Kanada. Es tut mir leid, aber dieses Dorn ist so groß, da kann ich nicht hinüber hinwegsehen. Es ist nicht eure Schuld, es ist die Schuld von EA. Der Hauptsitz ist in Kanada und ich möchte und ich werde und ich möchte nicht, was? Ich will nicht in ein Land reisen, wo eventuell das ein oder andere Fapö namens EA Sports auf mich wartet. An alle Kanadier, ihr seid super sympathisch, ihr seid cool, ich mag euch, aber es ist ein zu großes Dorn. EA ist ein zu großes Problem. Sorry. Heißt es Fapö? Fubá heißt das. Achso. 54 Millionen Borussia Dortmund. Er muss gehen, es ist ein Zeichen. Coach. Hallo. Coach, hör mir zu, Edos. Okay. Es ist deine Zukunft, es ist dein Leben. Ich möchte dir da nichts irgendwie, ne? Wenn du in Berlin weiterleben möchtest, du hast hier eine Wohnung, du hast ein super Wochengehalt von 1600 Euro. Die Leute wollen dich auch hier ab und zu auch auf jeden Fall sehen. Bist zwar jetzt nicht der Publikumsliebling, aber sie wissen dich zu schätzen. Wenn du mir aber sagst, das gefällt dir hier nicht bei Delay Sports, dann kannst du dich auch gehen lassen. Das musst du selbst entscheiden. Ich fühle mich sehr, sehr wohl bei Delay Sports. Aber die Chatter und die Zuschauer, die schreiben Eldos, die schreiben Eldos. Ich möchte nicht weg. Du hast mich aus Hack rausgeholt. Ich hab dich aus Hack rausgeholt. Aus Abi 2. Jahr, ich sag dir ehrlich. Das ist nicht Hack, das ist nicht aus Hack. Das sind 1600 Euro. Ich möchte bleiben. Weil ich weiß, woher ich herkomme. Du möchtest bleiben und du gibst mir auch dein Wort, dass du für diesen Verein alles tust, was du kannst. Ja, aber du musst wissen, ob du mich vielleicht zählen willst und für dich hast du holen willst später. Musst du wissen. Ich hab mit Ermi gerade geredet, neben mir, meinem Berater. Hier, bleiben. Ich rede mit Ulrike, ich rede mal mit Ulrike drüber. Ich werde Petri X Rabe jetzt im Zentrum. Ich werde allen Hatern zeigen, die Eldos schreiben. Ich werde es nicht tun.
Ciao, Coach. Okay, ciao. 67% sagen, ich soll ihn verkaufen. Die Leute sagen, ich soll ihn verkaufen. Die Zuschauer sagen, soll ich ihn verkaufen. Die Fans sagen, ich soll ihn verkaufen. Aber wisst ihr was? Ich verkaufe ihn nicht. Weil ich an ihn glaube. Weil ich an ihn glaube, Chad. Ich lasse nicht meinen Jungen gehen. Er ist ein 18 Jahre alter, kleiner, verwirrter Junge, der noch viel lernen möchte und will. Aber ich glaube, dass dieser Ort, Berlin, die Umgebung ist es. Er ist Teil dieses Vereins und er ist auch ein Familienmitglied. Familienmitglieder werden nicht verkauft, Chat. Für kein Geld dieser Welt verkaufe ich ihn, weil ich an ihn glaube. Teamzentrale, Papadopoulos. Papa ist weg? Der Mann geht nach Holland. Okay. Oh, jetzt ruft Willi an. Ich will nur loswerden, ne? Ich schaue mir das nicht mehr lange an. In der ersten Liga spiele ich nicht mehr mit dem Hausmeistervertrag. Dann knallt es richtig. Willi, ich habe ganz andere Baustellen gerade. Schreib die auch schon mal auf deinen Plan für die nächste Baustelle. Es wird kein Hausmeistervertrag mehr für Sommer geben. Der Vorstand sitzt mir im Nacken, Nico. Die Fans sitzen mir im Nacken. Alle sitzen mir im Nacken. Willi, ich habe einen 16-jährigen Jungen im Nacken. Ich habe so viel zu tun. Ich möchte mich doch nur auf das Coaching konzentrieren. Jetzt gibt es so viele Kopfschmerzen. Du bist mehr als ein Trainer, Seppo. Das ist mir scheißegal. Merkt ihr das? Das wollte nur loswerden. Schreibt ihr das auf deinen Bauplan des Vereins? Hausmeister, Stelle neu gesucht. Kannst Eldos einstellen. Ich werde Topverdiener. Ich knall dir Zahlen in der ersten Liga. Das glaubst du nicht. Und wenn, dann verlängere ich auch nicht. Dann bin ich weg. Hör mal zu, du bist nicht weg, wenn du Vertrag hast, ja? Ich sitze am längeren Hebel. Und wir können den Spieß auch mal umdrehen. Ich kann dich auch mal auf die Bank setzen. Verstehst du das? Du hast für 4 Jahre unterschrieben. Dann lest dir das Kleingedruckte durch. Wir können uns gerne nochmal darüber unterhalten. Aber ich sitze hier am längeren Hebel. 4 Jahre Vertrag, 4 Jahre gebunden. Du hast dir deine Seele an mich und an Delay Sports verkauft. Und wenn du mir so kommst, mit Hausmeister hier, Hausmeister da. Es gibt auch eine Bank, da kannst du dich auch hinsetzen. So schlecht ist der Vertrag gar nicht. So ist in Ordnung bis jetzt. So, bis jetzt ist es okay. Ist okay, ne? Ist okay, der Vertrag. Ist okay. So nämlich. Wir können uns gerne nochmal an einen Tisch setzen, wenn wir aufgestiegen sind. Okay, ja, okay. Dann lass uns erstmal so weitermachen. Ich find's gut. Okay, besser ist es dann, ne? Wir hören uns. Wow. Auch mal den Zahn ziehen. Wir denken die, mit wem wir hier reden? Ich bin Chefcoach. Ich hoffe, wir hatten alle eine schöne Phase, einen guten Urlaub. Rückrunde beginnt. War schon zwar vor einer Woche, aber ist egal. Da war ich nicht da. Ich war noch auf den Malediven mit meiner Frau. Bin jetzt wieder da. Jetzt weht hier ein ganz anderer Wind, okay? Ich habe gehört, Ingo meinte zu mir, macht eine gute Leistung, gute Trainingswoche. Aber wir können mehr. Eldos, du bist jetzt auf der 6, beziehungsweise 8. Wir haben ein bisschen den Verein umstrukturiert. Ich hatte viel Stress, der Vorstand, die ganze Zeit E-Mails geschrieben. Die Fans, überall sehe ich nur in dem Fernsehen, Sebo out, Sebo hier, Sebo da, Eldos raus. Eldos, Borussia Dortmund wollte dich haben. Einer der besten Vereine, die es in Europa gibt. Ein 18-Jähriger, 54 Millionen. Und ich habe aus den Malediven, mit Sonnenbrand, Luftfeuchtigkeit 88%, Hans-Joachim Watzke angeschrien. Ich meinte, ich piss deine 54 Millionen. Die kannst du dir in deinen Arsch stecken, Hans-Joachim. Wusste ja gar nicht, was los ist. Dachte, hä, was ist denn hier los? Aufgelegt. Glaub, hab auch eine Anzeige wegen Belästigung und Beleidigung an Hals. Aber das ist mir egal. Was mir nicht egal ist, sind 3 Punkte. In Berlin, am 24. Januar. Im Regen. Es wird dreckig. Brennt euch drauf vor. Pfiffe. Ja, Pfiffe am Anfang. Ist okay. Wenn du keine Pfiffe hast, Chat, dann machst du auch irgendwas falsch. Ich sitz da. Fans pfeifen mich aus. Alle wollten Eldos raus haben. Ich habe mich vor dem Jungen gestellt. Und Sommer mit einer gelben. Ist jetzt selber oder was? Digga, jetzt spielen sie auch gegen den Trainer. Freistoß. Ich muss eine Mitgliederversammlung machen, Chat. 1-0 Darmstadt. Sommer rein, Gegentor. Spielen. Fußball spielen. Nochmal Mitte. Eli. Mitte? Oh. Ich kann damit umgehen. Nick! Geht so zu den Fans. Der Trainer auch. Nick Geringverträger mit einem Klebevertrag. Der wurde so verarscht. Der Mann wurde so verarscht. Mitte, Eli. Oh. Nach dem Spiel berufe ich eine Mitgliederversammlung. Mitglieder dürfen nur Subs sein. Ramsey Hartmann mit einem Sub 6. Mitsuni und Felix. Danke für die Subs. Und 2-1 hinten. Oh. So eine Spiele dürfen wir nicht verlieren, Leute. Weil so viel Politik ist überall. So viel Politik. Als langjähriger Fan sage ich, dass Delay seit dem neuen Investor nicht der Verein ist, der er mal war. Weil ich einen kleinen Jungen nicht verkaufen wollte. Schöne Sache, Harry. Mitte, nochmal Mitte. Eli? Abseits, oder? Na. Schwierig. Oh, Stange! Die ersten Fans verlassen das Stadion, Chat. Das ist noch nie passiert.
Mitgliederversammlung. Jetzt sofort. Alle Subs dürfen hin. Nur Subs dürfen so zur Mitgliederversammlung. Wir sind jetzt auf der Mitgliederversammlung. Was ist euer Problem? Eldos raus. Sebo raus. Warum Eldos raus? Sebo out, okay. Habe ich schon oft gehört. Ich kann damit umgehen. Aber wie könnt ihr morgens in den Spiegel schauen und meine Spieler, einen 18-jährigen kleinen Jungen, auspfeifen? Ich bin 54 Jahre alt. Mir ist es egal. Aber einen kleinen Jungen auszupfeifen? Wie könnt ihr nur? Das sind keine Fans. Er spielt nicht gut. Und du bist scheiße in der Schule. Sagen trotzdem deine Eltern, dass sie dich rausschmeißen, dass du auf die Straße gehen sollst. Nein, sie suchen einen Nachhilfelehrer. Wegen dir, Dolly, geben sie Geld aus. Ja, aber was? Nee, nichts aber. Es ist das Gleiche. Er hat Potenzial. Er hat Wille. Und wir müssen an ihn glauben. Wenn ihr Probleme mit mir habt, ist das okay. Wenn ihr Probleme mit meinen Spielern habt und sie unnötig auspfeift, dann geht das nicht. Das sind die Gift-Subs, die das sagen. Ich möchte, dass als Fangemeinschaft, sobald ihr merkt, dass Spieler hier irgendwie angemacht werden, dass ihr, besonders die Ultras, sich für denjenigen einsetzen, für den Spieler und den vielleicht zurückpöbeln. Wir schaffen diesen Aufstieg nur als Gemeinschaft. Hinterfragt mich, okay. Hinterfragt den Verein, auch okay. Aber hinterfragt nicht meine Jungs. Wir können das nur zusammen. Und jetzt alle, wir sind Delay. Wie das in den Chat. Haltet es hoch. Alle mit Plakaten. Vom nächsten Spiel. Wir spielen gegen KSC. Es gab diese Mitgliederversammlung. Und diese Mitgliederversammlung ist dazu da, damit wir da draußen etwas packen können. Wir sind dieser Verein. Wir leben diesen Verein. Ich habe mir die Zeit genommen, mich nicht mit euch auseinanderzusetzen. Und wir können das nur, wenn ihr uns anfeuert. Bier im Stadion zu teuer. Ulrike, mach das Bier ein bisschen runter. Beim nächsten Heimspiel, Bier auf meinen Nacken. Jeder kann so viel saufen, wie er will. Jeder kriegt ein Delay Sports Training. Anzug. Würste auch umsonst. Halal-Fleisch und für die, die halt nicht auf sowas achten, für die auch. Umsonst. Alles umsonst. Einmal im Jahr die Mitgliederversammlung. Da kann jeder mal sagen, was er auf dem Herzen hat. Tickets umsonst? Nein. Dann lass dich mit mir reden. Wir können Familienpaket machen. Pyros erlauben. Pyros erlauben. Ja zu Pyros. 50% reduzieren. Wir können eine kleine Aktion machen. Es gibt einen Familiensparplan. Jedes Kind unter 14 Jahre kommt umsonst ins Stadion. Und wenn ihr auch mir nochmal beweisen könnt, dass ihr Verein seid, dass ihr Teil dieses Vereins seid, Mitglieder, kriegen eine Woche lang 80% auf die Karten. Autogrammstunde müsst ihr Eli fragen. Habe ich nichts damit zu tun. Das ist nicht mein Bier. Nächstes Jahr gibt es wieder eine Mitgliederversammlung. Es ist wichtig, sich auszutauschen. Wir sind zweiter Platz. Die haben alle gewonnen. Bochum und... Ne, obwohl Hamburg hat, glaube ich, nicht gewonnen. Bochum dritter Platz. Bochum unentschieden. Karlsruhe 13. Wir müssen das Ding machen. Gästeblock mit Drohplakat gegen Vorstand. Genau das will ich sehen. Als Community zusammen. Als Fans zusammen. Warum haben wir denn Probleme gegen so... Okay, Mitte? Mitte? Ey, Eli. Melina? Melina! Schöne Sache, Melina! Übermorgen Jahrestag. Eli hat was ganz krasses vor, das kann ich dir sagen. Für dieses Tor. Und jetzt die Pyros an. Die Pyros jetzt an, Chat. Nach dem 1-0. Anmachen. Sommer? Sommer? Sommer, super. Super Aktion, Sommer. Mit dem linken Schlappen. Auf Nick, steigt hoch. Mit der Platte rein. Da seht ihr mal, wie wichtig die Fans auch sind, Chat. Mitte, auf Nick. Nick, guck dir die Ecke aus. 3-0. Es ist einfach ist, Chat. Bier ist leer, ja, guck's dir an. Nächstes Heimspiel. Ich rufe Heineken an. Gibt's eine doppelte Lieferung. Clemens rein. Jetzt können wir sie bringen. Clemens rein. Jule rein. Sauer auch mal rein. Einfach mal reinschmeißen. In Karlsruhe hat DLS übernommen. Mitte zu. Sehr schön. Nico Mantel. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass er ein super Torwart ist. Das war so eine gute Entscheidung, Nico Mantel. So eine gute Entscheidung. Der hat schon so oft uns den Arsch gerettet. Clemens. Sauer. Chris Sauer mit der Bude. 4-0. Chris Sauer mit der Bude 4-0. Nico Mantel schon wieder. Lasst mich im Frieden, er wird nicht verkauft. Ich bin ja kein Freund des Eigenlobs, aber ich bin mir sicher, ich hätte gegen Karlsruhe noch viel für uns erreichen können. Wir haben doch gewonnen, du Vollidiot, 4-0. Bleib mal gelassen. Freibier, Chat, Freibier. Jeder kriegt ein Würstchen umsonst. VitaWelt und Elevate Rabattaktionen. Für die Fans da draußen. Zeigt jetzt, wie stark ihr als Fangemeinschaft seid. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, es gibt so lange Freibier, bis zu Hause die Siegessäge reißt. So lange. 4
ein Freibier. Alle sind am Saufen da draußen. Am Saufen. Eidos mit einem Tor. Sydney mit einem Tor. Melle mit einem Tor. Woltemade mit einem Tor. Bier vor Anpfiff leer. Nein, da war noch genug da. Ich bin glücklich, dass ich so viel spielen darf. Danke, Boss. Ich bin stolz auf dich, Melina. Letztendlich werden sie sich sicher einen Ersatzstürmer suchen. Aber geben sie mir eine Chance, für ihn zu spielen. Ich glaube, ich schaffe das. Das ist deine Chance, Clemens. Bochum verloren. Kalle im Loch. Fürth hat verloren und wir spielen jetzt gegen Fürth. Wir können uns den ersten Platz holen. 6-Punkte-Spiel. Ruhe im Chat. Ich brauche alle Fans. Wie lange braucht man von Berlin nach Fürth, Chat? Schaffen sie bis zum Saisonende noch die Wende? Versuchen müssen wir es. Sind die dumm? Was für eine Wende? Wir sind zweiter Platz, ihr Vollidioten. Im letzten Spiel konnte Fürth ihr Team mühelos besiegen. Weiß ich nicht, ob das mühelos war. Wir werden alles geben, so wie immer. Polizeihundertschaft. Fürth umgezingelt, weil 20.000 Fans da sind. 20.000 Fans sind im Fürth-Stadion, Chat. 5 Stunden mit Auto. Der Verein übernimmt Spritkosten und Zugtickets. Alle reinkommen. 9-Euro-Ticket. Geht auf mich. Geht auf den Verein. Seht ihr deren Gesichter? Ingo zeigt jeden von denen so ein Gesicht. Von den Spielern. Plakat. Guck hin, Eidos. Guck hin, Eli. Dieser Spieler hat dich im Hinspiel gebrochen. Ich glaube, es war ein 4-1 oder 3-0. Es waren auf jeden Fall 3 Tore Abstand. In der Bruchbude wurden wir auseinandergenommen. Sie haben uns belächelt. Sie haben gesagt, runter mit euch in die dritte Liga. Guckt euch die Gesichter an. Melina, hier, Ingo, zeig. Holt die Highlights. Mach an. Am Beamer. Über die Außen. So haben sie sich ausgespielt. Ich möchte, dass ihr das jetzt alles verinnerlicht. Heute ist der Tag, an dem wir es Fürth, der ganzen Stadt Fürth, heimzahlen können. Jeder einzelne von denen hat Angst. Sie wissen, wenn sie verlieren, sind sie unten. Melina, ich schwör's dir, wenn du jetzt ein Tor machst, dann werde ich Eli die komplette Siegprämie auch für mich für euren Valentinstag geben. Und ich werde dafür sorgen, dass der Knecht nicht streamt an den Tag und dir was Vernünftiges auch organisiert, damit ihr einen schönen Tag habt. Ey, du spielst super auf der 6. Kommen gehen, klatschen, 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 klatschen. Die Nummer 1 sind wir. Sie haben Angst. Es regnet. Eisenstollen raus. Holt den Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel. Ich will, dass ihr so eine Steuern da draußen habt. Ich kenne den Schiedsrichter. Ich kenne Harald Fimmler. Der macht da ein Auge zu. Vorher wird ja immer geguckt, ob wie lang der Steuern sind. Mach ich weg. Hüft hoch reinspringen. Rausgehen. Gewinnen. Spielen. Fußball lieben. Fußball spielen. Brust raus. Kopf hoch. Wenn ihr einzeln in Rückstand gehen solltet, und das wird vielleicht passieren, alle Augen zu mir, geht das Spiel weiter. Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten. Die Bruchbude ist ausverkauft. 46.000 Zuschauer sind gerade im Stadion noch. Miteinander Fußball spielen, miteinander Fußball spielen, miteinander Fußball spielen. Oh Gott, die sind so gut, die Wichser. 1-0 im Rückstand, Augen zu mir. Ich habe gesagt, dass es passiert. Und ich habe gesagt, dass ihr sie schlagen werdet. Ich komme aus der Zukunft. Melina, ich schwör's dir, ich geb dir alle, wirklich Valentinstag. Oh Nick, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Mitte. Noch ein, noch ein. Oh, ey, wir spielen viel besser, Mann. Ich schwöre, es ist so krass. John, ich komme aus der Zukunft. Ruhe, Ruhe, Ingo, bitte. Bitte hör auf zu heulen, Ingo. Der ist völlig nervös, Chat. Der kommt gar nicht mehr klar. Der hat so eine E-Spec-Bauchtasche. Und so ein zu kleines T-Shirt. Oh, und so ein zu kleines, so ein zu kleines T-Shirt. So sein Bauch guckt vorne ein bisschen raus. Meter machen, Melina. Oh, wir spielen viel besser als die. Ihr seid eine unglaubliche Kurve, Chat. Ihr seid eine unglaubliche Kurve. Nein, Abiyama. Digga, so unverdient, ich schwöre. 9 Minuten. Gegen Nürnberg haben wir es auch geschafft. Gegen Nürnberg haben wir 2 Tore gemacht. Wir haben so viel erreicht diese Saison. Ich glaube, das ist over, Chat. Das ist over. Aber ich bin froh auf meine Fans. Ich bin froh, solche Fans zu haben. 2 Punkte Abstand. Bruder, Fürth. Und ich glaube, wir spielen demnächst gegen Bochum. Wir haben jetzt gegen Fürth verloren. Sie waren ein bisschen spritziger. Ist okay. Wir haben aber gegengehalten in Fürth. Die Fans waren draußen. Im Stadion. Es waren mehr Delay-Fans im Fürther Stadion als Fürth-Fans. Und unser Stadion zu Hause in Berlin war ausverkauft. Und das zeigt mir, dass wir die geilsten Fans haben. Wir werden das schaffen. Zusammen werden wir aus diesem Loch rausklettern und wir werden am Ende Fürth einfach nur in der ersten Liga brechen. So wahr ich hier sitze, wir werden aufsteigen. Klippt das, merkt euch meine Worte. Geht raus, habt Spaß, kein Training. Auf andere Gedanken kommen. Wir schaffen das zusammen als Team. In der nächsten Folge werden wir den Aufstieg machen. Beat Drop.